Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema endliche Automaten. Das Ganze ist ein Teilgebiet der theoretischen Informatik, genauer gesagt die Automatentheorie. Das sind im Wesentlichen Modellrechner und man untersucht mit diesen lösbare Probleme. Wichtiges Werkzeug in der Berechenbarkeitstheorie und Komplexitätstheorie und ganz, ganz wichtig, wenn man programmiert, gibt es einen Compiler, der das Programm übersetzt und zum Beispiel vorher ist ein Parser. Der Parser übersetzt das, was man geschrieben hat, praktisch in eine Struktur, mit der man weiterarbeiten kann, praktisch wie ein Syntaxdiagramm. Und damit werden halt formale Sprachen, formale Grammatiken bearbeitet, wie man das auch zum Beispiel bei einer Programmiersprache kennt. Da gibt es gewisse Wörter, die man verwenden darf und die muss man halt in einer gewissen Art und Weise verwenden. Und das ist halt eben Sprache und Grammatik, nur halt für Computer. Bevor wir uns jetzt jede Menge Beispiele angucken, erstmal eine Definition. Formal heißt das Ding deterministischer endlicher Automat, im Deutschen DEA oder DFA auf Englisch, steht dann für Deterministic Finite Automaton. Es ist, das endlich bezieht sich auf die Anzahl der Zustände. Das heißt, immer wenn ich einen Buchstaben aus dem Eingabealphabet eingebe, erfolgt ein Zustandswechsel. Und wenn es praktisch für jede Kombination aus Zustand und Eingabe genau einen Übergang gibt, dann ist es ein DFA. Ansonsten ist es halt ein NFA, wenn es halt mehrere Übergänge gibt. Was heißt das ganz praktisch? Naja, Eingabealphabet, damit kann ich Wörter bilden. Und wenn ich zum Beispiel ein Wort erwische aus der Sprache, die der Automat erkennt, dann stoppt er. Klingt sehr nach Mustererkennung, was weiß ich, damit kann ich überprüfen, ob ein, was weiß ich, E-Mail-Adresse, da weiß man ja, da kommt ein Ad drin vor, da kommt ein Punkt drin vor. Sowas könnte ich im Prinzip machen oder Autokennzeichen oder wie wir das eben schon hatten, der Parser, der dann halt schon irgendwie guckt, dass das, was ich da gemacht habe, dass im Prinzip die Wörter, ich nur gültige Wörter verwendet habe oder wie auch immer. Wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise wie man das dann später in Programmen verwendet. Probieren wir erstmal so ein kleines Beispiel. Ich habe hier eine Ampel. Eine Ampel, die kann aus sein, die kann rot sein, die kann gelb sein oder man hat es erraten, sie kann grün sein. So, wie würde das Ganze als Automat aussehen? Hier oben ist die Antwort. Das heißt, ich habe das, was hier entsprechend dargestellt ist, das nennt man einen Knoten und dieser Knoten hat hier einen Pfeil, dieser Pfeil, den nennt man in der Regel Kante. Der Pfeil sagt mir, dass ich praktisch von diesem Knoten zu diesem Knoten kommen kann und das ist der Zustand aus, das heißt jeder dieser Knoten beschreibt einen Zustand. Das heißt, ich habe hier den Zustand aus, ich habe den Zustand rot, den Zustand gelb und den Zustand grün. Und das Schöne an diesen Graphen hier, beziehungsweise an dieser Darstellung ist, dass ich auch sehen kann, von welchem Zustand ich in welchen Zustand komme. Zum Beispiel kann ich ja sehen, von rot komme ich nach gelb, aber ich komme nicht zum Beispiel von rot nach grün oder von rot nach aus. Um nochmal so ein bisschen kurz das Ganze zu verstehen. Ich habe hier meine Fußgängerampel und die Fußgängerampel, hier ist die Fußgängerampel, hier ist die Ampel für die Autos und habe hier zwei Knöpfe, was im Prinzip so gedacht ist, dass es der Knopf, der den Fußgängern zur Verfügung steht, wenn die drücken. Und das hier ist praktisch ein Sensor in der Straße, wenn ein Auto zu schnell fährt.
gibt ja manche Ampeln, die werden dann rot, um sozusagen solche Leute ein bisschen auszubremsen. So, was jetzt passieren kann, wir gehen mal davon aus, steigen ein, dass die Ampel ist praktisch grün, hier grün. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Auto zu schnell fährt, dann wird die Ampel rot. Beziehungsweise nach einer kurzen Zeit wieder grün. Und das ist hier dargestellt. Das hier ist aber ein anderes Rot als dieses Rot, weil dieses Rot hier ist nur kurz. Dann kann natürlich ein Fußgänger drücken. Der Fußgänger wartet erstmal. FG steht für Fußgänger. Und wenn hier nichts dabei steht, ist die Autoampel gemeint. Also, hier S1 wird gedrückt. Und das ist auch das, was hier an diesen Kanten dran steht oder an diesen Pfeilen dran steht, was sozusagen den Übergang auslöst. Also, S1 löst. Fußgänger muss warten, dann wird die Autoampel rot, die Fußgängerampel grün, die Fußgängerampel rot und die Autoampel wieder grün. Schauen wir mal, ob du die Sachen wiedererkennst. Hier haben wir jetzt den Fußgänger, der gedrückt hat und jetzt entsprechend grün bekommt und nun haben wir grün für den Fußgänger und jetzt bekommen die Autos wieder grün. Und jetzt haben wir noch den Autofahrer, der zu schnell ist und jetzt ist wieder grün für die Autos. Das mit dem Gelb hier dazwischen habe ich weggelassen, weil es im Prinzip es ist der Übergang. Also ich habe jetzt wirklich die Zustände nur genommen und nicht so, naja, es wird von Rot auf Grün, nimmt es halt die Zwischenstufe Gelb. Das habe ich jetzt einfach der Einfachheit oder der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Auch diese doch jetzt etwas komplexere Ampel kann ganz gut beschrieben werden. Und wenn man dann in das Programm reinguckt, dann wird man feststellen, dass diese Zustände hier, das sind Funktionen. Und diese Funktionen sind entsprechend auch in dem Programm verankert, beziehungsweise werden aufgerufen, und zwar auch hier entsprechend dieser Reihenfolge, beziehungsweise wenn halt diese Taster entsprechend gedrückt werden. Und das heißt, das Ganze ist eigentlich auch relativ nah an meinem Programm dran. Was mir das Ganze nun bringt, ist eigentlich die Geschichte, dass wenn ich ein Programm mir angucke und zu einer gewissen Zeit oder zur Laufzeit praktisch das sozusagen einfriere, praktisch ein Foto mache, dann hat das Programm einen gewissen Zustand. Und mit Eingaben, hier ist es im Prinzip der Taster wird gedrückt und hier ist es eine gewisse Zeit ist abgelaufen, also ein Timer, der dann sozusagen das Programm von einem Zustand in einen nächsten überführt. Und das beschreibt eigentlich dieser Automat sehr gut und zeigt auch dabei, welche Zustandsübergänge sozusagen erlaubt sind. Jetzt schauen wir uns mal das theoretische Fundament dazu an. Ein Automat ist ein sogenannter Fünftupel. Hier habe ich ein paar interessante Buchstaben. Und dann schauen wir mal, was das Ganze bedeutet. Also, was brauche ich, um meinen Automaten praktisch zu konstruieren. Naja, ich muss die Menge an Zuständen haben. Das heißt, Q steht für Zustände.
Dann brauche ich eine weitere Menge, und zwar das Eingabealphabet. Dann brauche ich wieder ein, also nur um den Buchstaben, also oben Q war die Zustände. Das hier ist ein großes Sigma. Und hier haben wir dann ein kleines Delta. Und dann ist jetzt erstmal eine mathematische Herausforderung, die steht hier. Und zwar ist das die sogenannte Potenzmengenkonstruktion. Das heißt, ich habe hier Q ist eine Menge, das große Sigma ist eine Menge. Und das Kreuzprodukt bedeutet jetzt, dass ich sämtliche Kombinationen bilde. Das heißt, für jeden Zustand kombiniert mit jeder möglichen Eingabe ist definiert, wo das Ganze sozusagen landet. Das heißt, das sind meine Zustandsübergänge. Das heißt, ich weiß für jeden Zustand, kombiniert mit der entsprechenden Eingabe, in welchem Zustand der Automat sozusagen landet. Das schauen wir uns jetzt hier im Prinzip an. Ich schreibe jetzt einfach mal Zustandsübergänge. Ja, die Zustände hätte man jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, Q0, Q1, das Eingabealphabet meinetwegen A, B. So, und die Zustandsübergänge, die habe ich hier schon stehen. Das heißt, das ist diese Übergangsfunktion für Q0 und die Eingabe A würde man zum Beispiel in Q1 landen und das macht man halt für alle möglichen Kombinationen. Wobei man praktischerweise hergeht und sagen wir mal Kombinationen, die in Zuständen enden, die sagen wir mal nirgendwo hinführen, kann man weglassen. Ich mache das gleich an einem Beispiel, da wird das klar. Gut, was brauche ich noch? Ich brauche hier Q0. Q0 ist mein Startzustand. Das heißt, ist auch klar, ich muss ja wissen, wo ich anfangen kann. Also ein Startzustand. Und dann muss auch noch klar sein, die Endzustände. Das heißt, wo kann mein Automat sozusagen aufhören? Und falls mathematisch nicht bekannt, das heißt Element von. Das heißt, es ist natürlich klar, dass mein Startzustand Teil von den Zuständen sein muss. Beziehungsweise mein Endzustand oder die Menge der Endzustände Teil von den Zuständen sein muss. Das ist zumindest der mathematisch-theoretische Kram. Jetzt schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Dieses wilde Konstrukt ist ein Getränkeautomat. Und zwar ganz einfache Geschichte. Es gibt ein Getränk und das Getränk kostet 1 Euro oder 100 Cent. Und der Einfachheit halber erlauben wir 20, 20 10, 20, 50 und 100 Cent ist praktisch ein Euro. Das heißt, das sind im Prinzip die Münzen, die erlaubt sind. Und ja, jetzt ist halt die Frage, welche Kombinationen gehen. Und ich habe hier mein 0 ist mein Startzustand. Gut, Automat prinzipiell
verkauft er nicht nur ein Getränk, aber Endzustand heißt hier im Prinzip, der Automat hat sozusagen die Eingabe als gültig erkannt. Das heißt, man kann auch Automaten dazu nutzen, um zum Beispiel Muster zu erkennen. Sagen wir, man hat ja Autokennzeichen, dann ist das ja ein gewisses Aufbau. Das heißt, man hat erst ein paar Buchstaben, die den Landkreis, dann hat man nochmal Buchstaben und dann hat man eine Zahl und wenn es ein Elektroauto ist, noch ein E hinten dran, zum Beispiel. Und dann würde im Prinzip der Endzustand signalisieren, okay, war ein gültiges Autokennzeichen oder wenn er halt nicht im Endzustand landet, dann halt eben nicht. Und so ist das hier im Prinzip auch. Das Muster besteht halt aus der richtigen Kombination aus Münzen und dann gibt es praktisch das Getränk und man ist wieder sozusagen am Anfang. So, was gibt es für Möglichkeiten? Naja, ich kann direkt einen Euro einwerfen, dann bin ich beim Zustand 100 und bekomme mein Getränk und alles ist gut. Ich kann aber auch 10 Cent einwerfen. Und wenn ich 10 Cent eingeworfen habe, kann ich nochmal 10 Cent einwerfen. Ich kann aber auch 50 Cent einwerfen. Ich könnte 20 Cent einwerfen. Aber ich kann nicht mehr 100 Cent einwerfen, weil dann ja, bin ich praktisch über die 100 hinausgeschossen. Und das würde dieser Automat jetzt nicht akzeptieren. So, das heißt, ich habe hiermit alle möglichen gültigen Eingaben beschrieben, die man machen kann, um an sein Getränk zu kommen. Und genau das ist im Prinzip das, was der Automat hier macht. Das heißt, ich habe praktisch auf mathematische Art und Weise eine Beschreibung, wie praktisch gültige Eingaben, also da sind wir wieder bei der Mustererkennung, auszusehen haben, damit der Automat sagt, okay, alles klar, alles richtig, und der Automat endet praktisch damit, dass er das Getränk ausgibt. Ja, das ist kurz erklärt, was die NFAs und DFAs sind und ja, eigentlich ein sehr wichtiges Werkzeug in der theoretischen Informatik und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und geholfen. Soweit, so gut.